Hallo Kinder und herzlich willkommen in Strixhaven. Ich bin Mathis, euer Professor der DAX-Kunde. Und wir schauen uns heute mal ein bisschen auf dem Campus um und schauen mal, welche Fakultät wir denn hier beitreten wollen. Also, was geht ab? Wir haben Blade Historian als unsere Rare. Attacking Creatures You Control have Double Strike. Exklusiv für Lorehold spielbar. Theoretisch kannst du das zwar in Prismari reinpacken und mit 4x rot bezahlen, aber das ist nicht zu empfehlen. Ziemlich mächtig die Karte, aber wie gesagt exklusiv für Lorehold, aber es gibt ja eben nur die 5 Fakultäten hier, von daher ist das auch nicht so schlimm wie sonst. Ansonsten, welche Karten mag ich hier? Introduction to Prophecy als Lesson-Karte. Es gibt halt so ein paar Learn-Karten, mit denen kannst du ja Lessons aus dem Sideboard holen. Ziemlich stark, ja, auch wenn die Karte nicht so gut aussieht. Da würde ich halt so ansonsten nachgucken. Maelstrom use Mage Duel bei Ugroff vielleicht. Pilgrim of the Ages ist auch nicht schlecht, aber das ist eine ziemlich starke Rare und da können wir gerne mal mit anfangen. So. Dann Strixhaven Stadium. Ja, das ist natürlich ziemlich witzig. Also wir können nicht verlieren. Wir kriegen jede Runde einen Punkt dadurch, dass wir es einfach tappen. Und dann können wir noch jeder Kreatur, die Damage macht, einen Counter dazu bekommen. Und die Gegenseite kann welche runternehmen, indem sie uns mit Kreaturen trifft. Also das heißt, wenn wir jede Runde mit einer Kreatur treffen, dann gewinnen wir irgendwann nach 10 Runden und die Gegenseite jede Runde mit einer Kreatur trifft, so wollte ich sagen. Also es ist nicht symmetrisch, wir haben da einen Vorteil. Ja, nehmen wir das oder nehmen wir uns lieber einen Illustrious Historian, Elemental Summoning für aus dem Sideboard rauszunehmen. Ja, komm, wir probieren mal das Strixhaven Stadium, das sieht echt witzig aus. Ist bestimmt nicht der richtige Pick, aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn man hier gerade mal anfängt zu draften. Ja, was ist denn das hier? Also, Expel vielleicht, Zephyr Boots, das passt natürlich ganz gut mit dem Strixhaven Stadium. Aber so richtig gut sind die Sachen hier jetzt nicht, ne? Containment Breach wäre auch eine ziemlich gute Lesson. Also ich habe jetzt schon 2 Decks gespielt und ich muss sagen, dass ich dann Zugriff hatte. Also diese Lessons waren einfach, es war einfach richtig nice, einfach so eine kleine Auswahl an Karten im Sideboard zu haben und dann 2, 3 Learn-Karten im Main-Deck zu haben und da allein dann diese Auswahl zu haben, ist schon richtig stark. Ich glaube, ich nehme die Zephyr Boots mit, weil die A, ganz witzig, gut zum Strixhaven Stadium passen und B, ich mir hier nicht so richtig sicher bin, was wir für Signale bekommen. Aber ich meine, wenn wir uns das Pack hier angucken, dann ist Lorehold wohl einfach nicht wirklich offen. Das heißt, wir müssen den Blade Historian eventuell absägen. Aber wir, Moment mal, Multiple Choice. Wow, das ist eine super starke Karte. Warum ist die noch im Pack? Wenn wir 5 Mana bezahlen, dann kriegen wir einen 4-4er, bounce eine Kreatur und ziehen eine Karte. Das ist richtig stark. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, stopp mal hier. Wither Bloom ist ziemlich offen mit Bayou Groff und Unwilling Ingredient im selben Pack. Runde 1 Unwilling Ingredient, Runde 2 Bayou Groff. Du hast einen 5-4er, der in Runde 3 angreifen kann. Das ist ziemlich mächtig. Inkling Summoning auch super stark. Nicht fürs Main Deck, sondern fürs Sideboard. Ja, aber Multiple Choice ist wirklich äußerst mächtig. Okay, und jetzt bekommen wir Simone, Quandrix Prodigy. Das wird wohl eher ein Quandrix Draft werden, Freunde. Ich meine, es ist ein sehr starker First Pick, aber manchmal rollen die Karten einfach nicht entsprechend, ne? Die Farben kommen nicht. Und ich beschwere mich bestimmt nicht über Simone. Das ist, ich meine, die hilft uns rampen, die zieht uns Karten, die macht eigentlich alles, was man will.
Es sei denn natürlich, ihr wollt, dass eure Kreatur angreift oder blockt. Das kann sie nicht wirklich, aber alles andere. Ja, ich meine, ja, wenn die mir hier Quantrix schenken wollen, ich bin dabei. Ja. Elemental Summoning, ziemlich easy, der Pick hier, ganz ehrlich. Burrok, Befuddler und Springman Curvin, Servin. Oh, ich werde heute mit einem Haufen Wörtern konfrontiert, die ich nicht wirklich gut kenne. Ja, ich meine Lorehold Excavation hier, aber ich denke mal, wir haben jetzt die Moan doch einiges an Anreiz jetzt in Richtung Quantrix zu gehen und der Rest sah eher danach aus. Also wie gesagt, hier ein paar mittelmäßige Lorehold-Karten sind da. Lorehold Excavation halt jetzt nicht so super viel, kann okay sein, aber ich denke mal, Elemental Summoning ist super, super mächtig. Okay, Reckless Amplimancer, der kann ab und zu mal einen +1 Counter aufsnacken, wenn wir zum Beispiel auch in Schwarz-Grün sind oder so. Na, Schwarz auch +1 Counter hat und Grün selber auch. Obwohl das +1 Counter-Thema eigentlich in Schwarz-Weiß ist. Ja, Resculpt ist, kann ganz witzig sein tatsächlich. Es gibt in jeder blauen Fakultät, so heißt es, gibt es Möglichkeiten, damit witzige Sachen zu machen. Aber Wormhole Serpent ist für mich hier der ganz klare Pick. Wenn wir, ich glaube, wir wollen irgendwie große Kreaturen machen in Quantrix, irgendwann zumindest. Und der kann uns die dann durchbringen. Environmental Sciences wäre ganz witzig, wenn wir, es wäre ziemlich wichtig sogar, wenn wir noch irgendwas splashen möchten. Grün splasht nämlich selber nicht so wirklich. Aber ich denke mal, wir nehmen uns einfach noch eine Wormhole Serpent mit. Ist eine Uncommon und ich finde die eigentlich ganz gut. Also bin froh davon, einen zweiten zu haben, ehrlich gesagt. Hier ein Amplimancer oder ein Groff. Wie gesagt, ist der Groff eigentlich ein 5-Drop und kein 2-Drop. Aber ist auch eine deutlich bessere Karte als der Reckless Amplimancer. Und dann daher nehme ich mir den gerne mit. Wohlgemerkt, dass Maelstrom Muse noch im Pack ist. Also Prismari scheint hier auch offen zu sein. Arcane Subtraction oder noch ein Elemental Summoning. Ich denke mal, dann nehme ich mir das erste Arcane Subtraction, um wirklich sicher zu sein, dass wir die Learn-Karte haben. Jetzt sehen wir natürlich nochmal einen. Ich denke mal, hier nehme ich mir einfach den Quantrix Campus mit. Explosive Welcome kann man tatsächlich ja sogar splashen. Und wenn, dann würde ich es auch in Quantrix machen, weil Quantrix so gut rampen kann. Also 8 Mana nicht so ein großes Problem ist. Aber wir wissen nicht, ob wir wirklich splashen wollen. Und hier einfach das Fixing zu bekommen, ist, finde ich, wichtiger. Vortex Runner oder noch ein Bayou Groff ist für mich jetzt gar nicht so leicht zu entscheiden. Wahrscheinlich ist der Groff besser, aber wenn wir ein bisschen auf die Kurve achten wollen, ist der Corvex Vortex Runner, Corvex Runner, wichtiger. Ja, ich nehme auch hier den Karok. Ich meine, ich prügel mich nicht darum, hier diese Füller 3 Drops zu spielen, aber könnte okay sein. Net of Acceptance ist auch eine Möglichkeit zu rampen und ja, zieht nachher nochmal eine Karte. Nicht verkehrt. Das behalten wir mal im Auge. Falls wir doch irgendwas splashen möchten. Strixhaven Stadium, sehr viele Boots. Gucken wir nachher mal, ob das zu unserem Deck passt. Es ist ja einfach witzig, das da zu haben. Können wir gegebenenfalls auch mal sideboarden. Crozen Grip. Split Second heißt, dass der nicht, dass die Gegenseite nichts machen kann, solange das auf dem Stack ist, ne? Das heißt, du kannst nicht als Reaktion darauf irgendwas machen. Das ist der Sinn von Split Second. Was ist denn für uns hier interessant? Ey, das ist wirklich nicht so gut für uns. Ich meine, vielleicht Crozen Grip. Vielleicht der Pledge Mage, weil wir noch ein paar Two-Drops brauchen. Als doppelblauer Two-Drop.
prügel mich nicht darum. Nehmen wir mal Crows and Grip mit als Sideboard-Karte. Rutha. Die ist auch ziemlich gut. Für uns ist hier nicht wirklich gutes. Wow, also was für ein Pack. Also ich meine noch eine Wormhole Serpent, aber irgendwann ist auch mal gut. Ich denke mal, wir nehmen uns Scarlet Colony mit. Wie gesagt, gehen damit nochmal ein bisschen sicher, dass wir einfach auch Two Drops haben zum Ausspielen. Wo sind meine hier so Biomathematicians und so? Also ich verlange ja jetzt auch keine Bomben, aber irgendwelche Karten. Also ich frage mich, sind die Karten einfach nicht da oder sind wir hier gecuttet? Was ist das Problem? Naja. Witherbloom Campus, falls wir splashen möchten. Pest Summoning für Sideboard. Bury in Books. Hier, wohlgemerkt, gute Common Combat Professor. Noch im Pack. Ich denke mal, wir haben nicht viel Interaktion bis jetzt und sollten daher sowas wie ein Bury in Books noch ein bisschen priorisieren. Wir haben mit Learn Elemental Summoning. Bis jetzt nur Elemental Summoning. Okay. Ja, ich will schon noch mehr haben, aber ich denke mal, hier ist es wahrscheinlich gut auf sowas zu achten. Noch ein Elemental Summoning. Und noch eine Rutha. Eieiei. Culmination of Studies halte ich für nicht so gut übrigens, die Rare. Macht einfach nichts in der Runde, in der du sie ausspielst. So. Ja, kann sein, dass du genug Treasure Tokens kriegst, um dann noch eine Karte zu spielen, aber würdest du so viele Karten ziehen, wie du, würde alles passieren mit X plus 2 praktisch, ne? Also würdest du auch was für die Initialkosten bekommen, wäre ich da vielleicht dabei. Das ist wirklich alles unglaublicher Schrott hier. Ich nehme einfach noch einen Quantrix Campus mit. Das Pack war ja mal wieder gar nichts. Ja, Bookworm, danke, sowas wollte ich haben. Ja. Bookworm, danke sehr. Jetzt bitte noch mehr. Noch mehr davon. Containment Breach. Naja, das ist wirklich. Okay, jetzt ist Crows and Grip wirklich eine. Ja, jetzt haben wir es nur fürs Artwork gepickt im Prinzip, denn Containment Breach ist einfach viel besser. Das können wir aus unserem Sideboard nehmen mit Learn. Wir haben bis jetzt nur eine Karte, die Learned, also so krass ist es nicht, aber. Leute, hier ist ja mal wieder nichts los, aber wir nehmen uns ein Cultivate mit. Wo sind unsere ganzen Karten, frage ich mich wirklich. Wir nehmen uns ein Cultivate mit, wir können jetzt sogar splashen, wenn wir möchten. Damit rampen wir noch schneller für unsere Karten, die 8 Länder haben wollen, wie Vortex Runner, Scarlet Colony, Bookworm. Kelpie Guide, okay, ja. Kelpie Guide ist eine gute Karte für das Deck hier. Hilft dir ein bisschen rampen und wenn du 8 Länder hast, kannst du damit immer Kreaturen wegtappen, aggressiv oder defensiv. Sehr, sehr schön. Quantrix Pledgemate hätte ich natürlich auch nichts dagegen. Auch noch ein Bury in Books ist auch in Ordnung, aber Kelpie Guide ist richtig gut. Und jetzt passiert schon wieder nichts hier, ne? Big Play ist, glaube ich, nicht die Karte, die uns gerade interessiert. Combat Tricks nicht so. Ich nehme wirklich den Pledgemate. Ich meine, haben wir irgendwas mit Teach by Example? Nicht wirklich. Ich meine, Multiple Choice, klar, aber. Bisschen zu viel. Introduction to Annihilation. Nachdem, ich meine, wir haben was richtig Starkes mit Multiple Choice, da könnte man mal über so einen Assistant nachdenken, aber. Introduction to Annihilation ist ja eine furchtbare Karte. Aber es ist richtig gut, wenn du es einfach gerade aus deinem Sideboard rausbekommen kannst. Also, sehr, sehr schön. Rutha, meine Güte. Komm, ich nehme sie einfach mit. Wenn wir genug Fixing bekommen, wer weiß. Okay. Das wäre natürlich eine Gelegenheit, die Arcway Commons zu nehmen, aber das scheint mir so eine schlechte Idee zu sein, wenn wir eine echt gute Sideboard-Karte für uns mitnehmen können. Nur für das Potenzial, irgendwas zu splashen. Wir haben bis jetzt nicht mal wirklich irgendeine richtige Anregung dafür zu splashen.
Oh, ihr Freed Flame Painter, der ist richtig, richtig gut. Aber den könnten wir natürlich durchbringen mit unseren Zephyr Boots. Hä? Oh, und dann zwei Instant Sorceries casten. Aber wir nehmen uns natürlich einfach eine zweite Simone mit. Das ist sehr, sehr toll. Und dann schauen wir weiter. Dragonscarred Elite, da sage ich auch nicht nein. Das ist auch eine tolle Rare. Wir haben gar nicht so viele Instants und Sorceries bis jetzt, oder? Vier. Das ist nicht viel, aber es ist ein 2-Mana 2-2, mit dem wir anfangen. Noch ein Bookworm ist natürlich nice. Leyline Invocation ist gut. Besonders in Quantrix, wo wir eben viele Länder bekommen. Und die Kreaturen in dem Format sind relativ klein. Also das Einzige, also ich könnte sehen, dass man sagt hier, nimm besser den zweiten Bookworm, du hast noch nicht so viele Instants und Sorceries. Aber grundsätzlich mag ich das halt so, Two-Drops zu bevorzugen, also gute Two-Drops zu bevorzugen über Eight-Drops. Das ist in meinen Augen immer vernünftig. Eureka Moment haben wir noch nicht gesehen. Das ist auch so eine grün-blaue Common. Meine Güte, da ist noch ein Bookworm. Expanded Anatomy würde ich mir auch ins Sideboard packen, eine. Aber ich meine, wir haben natürlich Kien und Imbraham. Ja, da steht natürlich wieder ein halber Roman drauf. Also, Kien zieht uns extra Länder und macht uns irgendwann Kreaturen. Und Imbraham zieht uns ganz viele Karten. So, Imbraham ist die etwas stärkere Seite, um es ganz kurz zu machen. Wir nehmen sie natürlich. Wir können beide Seiten spielen. Das ist eine brutal gute Karte für uns. So, schon wieder ein Cultivate. Ich glaube nicht, dass wir zwei Cultivate spielen müssen. Zumindest nicht aktuell. Wir haben wirklich nur eine teure Karte. Mentor's Guidance. Was haben wir denn? Vier Wizards. Zwei Druids. Und das sieht ja gar nicht so richtig krass aus. Aber wie gesagt, wir brauchen sonst nichts. Ich meine, wir könnten Prismari Campus nehmen für noch irgendwelche Explosive Welcomes oder sowas zu healen. Na, das ist ein bisschen an der Grenze. Ursa's Rage. Okay, das ist für Prismari. Ja. Nee, das brauchen wir nicht. Professor of Zoomancy. Ich liebe diese Karte. Geiles Artwork. Flavortext. She's brilliant. A bit overbearing. Ich habe mir schon angefangen, ein paar Bear-Jokes zu überlegen, für wenn ich mit der Karte spiele. Aber ich fürchte, obwohl, nehmen wir den Arch? Ich glaube schon. Wir brauchen noch eine gute Learn-Karte. Das ist ein toller Two-Drop. Gerade für unser Deck. Golden Ratio. Ratio, okay. Zwei. Drei. Drei. Fünf. Zwei. Null. Zwei. Eins. Ich würde die jetzt schon gerne mal ausprobieren. Kelpie Guide wäre vermutlich aber einfach besser oder so tatsächlich einfach so ein Object. Komm, wir nehmen uns mal die Golden Ratio. Wahrscheinlich ist Mentor's Guidance sogar einfach besser, aber wir schauen mal. Ich möchte die Karte mal ausprobieren und ich finde das Artwork so wunderschön. Pestilent Cauldron. Okay, und wir können für 5 Mana, also den können wir nicht wirklich spielen, aber wir können für 5 Mana. Zwei Kreaturen wiederbekommen. Ich spiele, glaube ich, lieber ein Aether Helix. Jetzt bekommen wir das alles zurück. Okay. Sind wir dabei, so ein Aerialist ins Sideboard zu nehmen? Oder wollen wir. Ja, komm, ich meine, noch ein Arch ist natürlich. Das ist natürlich einfach, glaube ich, eine sehr, sehr mächtige Karte, wenn man lieber ein defensives Deck spielen will. Und das scheinen wir ja zu tun, ne? Wir scheinen hier ja Ramp Control zu sein, noch ein Vortex Runner. Mann, wie kann man Unwilling Ingredient so spät noch sehen? Das ist doch die perfekte Karte für jedes schwarze Deck. Das ist in Schwarz-Weiß, ist die genial und in Schwarz-Grün auch.
Okay, und Leyline Invocation. Jetzt haben wir ein paar Fettis. Müssen noch einen Haufen Karten cutten. Wir haben zweimal Wormhole Serpent. Wir brauchen definitiv nicht hier die Zephyr Boots zum Gewinnen. Und Strixhaven Stadium ist auch eher nicht so, ne? Ich nehme mir tatsächlich hier den Cogwork Archivist mit. Weil der Reach hat. Große Kreatur mit Reach. Introduction to Prophecy ist auch super fürs Sideboard hier. Und wir haben keine einzige Fraktalkarte bekommen, kann das sein? Das hätte ich wirklich, wirklich gerne gehabt, ne? Puh, aber kommt vor. 17 Länder ist wahrscheinlich richtig. Trickshaven Stadium ist schon sehr, sehr witzig. Auch wenn das wirklich nicht in unser Deck ist, ne? Das ist wirklich nicht für unser Deck. Ich glaube, das Problem ist sogar noch am meisten, dass wir einfach wenig Interaktion haben. Das halt für Blau-Grün eben so vorkommt, ne? Das hier ist ein bisschen Interaktion. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Wir spielen definitiv nur eine von den Karten. Ja, komm, dann. Es ist ja schon witzig, oder? Wahrscheinlich sollte ich es einfach auch rauswerfen. Ja, es ist gut, noch eine Ramp-Karte zu haben neben Kelpie Guide, Cultivate. Wir haben ja diese Eureka-Moments eben gar nicht bekommen. Golden Rage. Was sag ich, das ist ein Cartridge-Spell. Und dann das hier. Für den einen Bookworm. Ja, also wir haben auch noch Simone natürlich. Die hilft auch etwas. Ich glaube, Mentor's Guidance werfen wir raus als Cartridge-Spell. Da haben wir genug. Simon zieht ja auch selber noch Karten. Mann, die ist echt so gut. Das ist eigentlich einfach nur ein 5-Drop, huh? Einfach nur ein 5-Drop. Die Anzahl unserer 2-Drops gefällt mir. Ich glaube, wir müssen den Pledge Mage nicht spielen und haben so genug. Die sind schön defensiv. Wir müssen Pop Quiz auch nicht unbedingt spielen, weil wir die beiden Arcs haben zum Lernen. Ich möchte die Arcane Subtraction gerne behalten, weil wir, damit wir einfach die Interaktion haben. Multiple Choice theoretisch auch noch Interaktion. Haben schon viele Permanents, ja. Ach, wir haben schon genug gecuttet. Ja, super. Da hat das ja irgendwie funktioniert. Ja, was ist wichtig hier an so einer Stelle? Ist so die also ganz, ganz allgemein jetzt gesehen, ist bei einem Ramp-Deck darauf zu achten, dass du eine gute Balance hast aus Ramp, Card-Draw und Action. Weil das Problem, was du eingehst, ich meine, schau dir, wie gesagt, Simone an, ich hatte es ja eben schon gesagt, die macht ja nichts auf dem Schlachtfeld. Die rammt einfach nur und zieht Karten und du hast bei solchen Decks, läufst du ein bisschen Gefahr, dann einfach zu wenig zu tun und dann spielst du irgendwie erst in Runde 5 eine Kreatur aus und die ist vielleicht irgendwie, ne, groß oder so, ne, theoretisch ganz nice, aber die Gegenseite tötet die einfach und macht weiter Druck und tötet dich, so. Und das ist was, was sehr leicht passieren kann. Deswegen ist sehr, sehr schön, ist sowas wie Dragon's Guard Elite und Overgrown Arch zu haben. Oder Arch, bin mir da nicht mal sicher. Die du einfach früh ausspielen kannst und dann kannst du deinen ganzen Card Draw und Ramp und sowas spielen und hast aber währenddessen was draußen, was blocken kann, Leben dazu bekommt und so. Oder hier in dem Fall Counter bekommt.
Ja, wie gesagt, Ether Helix auch ein bisschen teuer, ne? Schauen wir mal, aber warum nicht? Ist auch nochmal ein bisschen Interaktion. Ich hab Bock auf das Deck. Ich finde, das sieht gut genug aus und wir fangen mal an. Auf Strixhaven Stadium könnten wir vermutlich verzichten, aber ich hab Bock, es auszuprobieren. Also dann sehen wir uns gleich in der ersten Runde, Freunde. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler und herzlich willkommen hier in der ersten Runde. Ja, wir möchten ziemlich sicher on the play sein. Wir so ein bisschen dorky und langsam sind. Okay. Hier sehen wir einen schönen Nachteil davon, dass wir uns hierfür entschieden haben. Wenn der wenigstens blau produzieren könnte, würde uns das sehr helfen. Aber ich denke mal, wir können das hier behalten. Wir haben Dragonsguard Elite Stadium und danach große Sachen zum Ausspielen. Irgendwann müssen wir das Island ziehen, aber das schaffen wir schon. Ja, ein bisschen Zeit noch. Die Länder habe ich mir jetzt noch gar nicht so richtig angeguckt, aber gefällt mir. Und die Gegenseite musste direkt einen Mulligan nehmen. Silverquill. Werden wir gegen Silverquill kämpfen? Bin ich ja mal gespannt. Jetzt Elite, dann Strixhaven Stadium und dann können wir schon Multiple Choice machen. Wow. Das ist so eine starke Karte. Das ist eine sehr, sehr starke Karte. Okay, Fixing für. Ist das dann hier Lore Hold, was irgendwie eine schwarze Karte splasht? Oder Silver Quill, was rot splasht? Ja, Quandrix Campus haben wir gerade nicht so wirklich eine gute Gelegenheit für. Na, dann mögen die Spiele beginnen. Ja, wir können uns diese Runde auch treffen lassen und dann einfach Ende der Runde unseren ersten Punkt bekommen. Okay, Sparring, okay, das ist eine sehr, 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 sehr starke Karte, die uns möglicherweise sehr schnell tötet. Wow. Whenever you attack, put a plus one counter on target attacking creature. Also vor allem für Silverquill würde ich ja mal sagen, ist das ja absurd, aber Lorehold auch. Wäre manchmal ein bisschen schlecht, ne, weil es ja so eine aggressive Karte ist. Aber weil du noch learnst, ist das so, als würde die Karte sich selbst ersetzen halt, ne? Yeah. Was heißt das für uns? Wir wollen hier nicht. Wir wollen hier nicht blocken. Okay. Okay. So, dann machen wir das hier jetzt mit 4. Bouncen alles. Also außer unseren eigenen Dragonsguard Elite natürlich. Wer einen schönen Counter bekommt, das hier möchten wir nicht ziehen. Choose a Player. Hier bitte. Und noch ein 4-4er machen, angreifen, noch einen Counter bekommen. Sehr schön. Wie viel brauche ich? 10? Wie gesagt, da werden wir uns gar nicht drauf konzentrieren. Das hat eigentlich keine Bedeutung für uns. Das ist nur Quatsch. Och. Lightning Bolt. Das ist ja absurd. Warum packst du nicht gleich hier Sword to Plowshares aus? Gibt's übrigens in den Mystical Archives. Ein weißes Mana, Exile Target Creature, its controller gains life equal to its power. Das ist einfach absurd. Lightning Bolt ist schon zu mächtig für das heutige, also für Standard heutzutage.
wenn die Gegenseite sich mal bitte entscheiden könnte. Okay. Du möchtest also gerne meine Kreaturen töten. Das ist okay. Dann Quantrix Campus und spielen Bayou Groff. Können auch Wormhole Serpent spielen. Hat sich jetzt nicht so viel. Zum Glück haben wir noch Burien Books, um hier wieder eine Kreatur loszuwerden. Bevorzugterweise während einem Doppelblock. Ein paar Mana-Probleme. Verstehe. Gut, gut. Noch mehr Counter, noch mehr große Kreaturen unblockbar, sodass sie mehr Punkte machen. Und wir brauchen nur noch ein Land für Bookworm. Sehr schön. Blocken wir, wenn die Gegenseite hier angreift? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie gesagt, Strixhaven Stadium können wir jetzt mal ein bisschen vergessen, ne? Wir haben ja 8 Power draußen. Wir können die Gegenseite ziemlich schnell töten. Wenn wir ein Land ziehen, könnten wir theoretisch auch einfach zweimal die Serpent aktivieren. Aber dafür müsste die Gegenseite erstmal uns hier irgendwas entgegensetzen. Ne? Ist ja auch klar. Okay, dann greifen wir mit beiden an. Bei einem komischen Doppelblock spielen wir Burien Books und dann, ja, dürften wir das erste Spiel im Kasten haben. Nee, was? Okay. Okay. Bitte sag mir, dass du wenigstens noch einen Trick hast. Puh. Eieiei. Ich dachte schon. Gut, also, wir haben es hier zu tun mit einem Mardu-Deck. Schwarz, Rot und Weiß. Einfach straight up, ne? Okay. Interessant. Halte ich ja nicht für unbedingt empfehlenswert. Containment Breach zu haben für das Burien Regiment ist ziemlich toll. Make your mark, closing statement, lightning bolt. Wollen wir vielleicht Resculpt mit reinnehmen? In Erwartung, das sind auch schon die passenden Farben dafür. Also in Erwartung, dass wir damit eine Kreatur von uns saven können. Ich könnte es mir vorstellen, irgendwo. Ich glaube, Strixhaven Stadium nehme ich wirklich. Also on the draw nehme ich es auf jeden Fall raus. Das ist Quatsch. Wir können von mir aus stattdessen ein Letter of Acceptance reintun. Und ja. Ja, es ist wirklich ein bisschen. Das hier könnte auch ein bisschen schwach sein. Dafür nehme ich lieber Pop Quiz. Ein bisschen mehr Kontrolle dann über unser Sideboard zu haben. Hm.
spiele ich noch lieber was anderes. Nee, ich glaube, das gefällt mir so ganz gut. Könnte mir noch den Archivist vorstellen, einfach noch einen Six Drop zu haben. Einfach noch eine große Kreatur. Aber das ist natürlich on the draw gegen ein Deck, was vielleicht versucht, aggressiv zu sein. Ich weiß es nicht so recht. Vielleicht auch nicht so empfehlenswert. Ich meine, das sind genug Länder, um den Spell zu casten, den wir auf der Hand haben. Jetzt komm schon. Okay. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich sogar einfach das Groff zurückschicken und stattdessen den Vortex Runner behalten. Nee, ich bin greedy. Also, sorry. Also ich kann schon mal so viel sagen, dass meine Draft-Versuche gestern sehr erfolgreich waren eigentlich. Bis ich dann halt in der letzten Runde halt so komplett irgendwie, ich musste zweimal auf 5 mal liegen oder einmal auf 4 sogar. Und das war so richtig, richtig ekelhaft. Hoffe, dass sich diese Erfahrung heute nicht fortsetzt. Pilgrim of the Ages, tolle Karte. Tolle Karte. Richtig, richtig fantastisch. So, ja, Forest und Vortex Runner raus. Und dann ein bisschen blocken, ein bisschen leben. Elite Spellbind, da sehe ich jetzt auch schon zum zweiten Mal was los. Übrigens auch, gibt es eine Geschichte zu der Karte, das ist eine Invitational Card, glaube ich. Auf jeden Fall gab es früher das häufiger, dass die World Champions selber eine Karte designen durften. Und das hier ist halt World Champion Paolo Vito Domita Rosa. Hoffe, ich habe jetzt alles richtig ausgesprochen und mir gemerkt. Ja, gute Karte. 3-1er Flieger für 3 machst du sowieso schon in Limited. Ja. Ja. Nee. Wenigstens haben wir Burial in Books, auch wenn ich mich gerade nicht darum prügel, den Spellbinder wieder in die Bibliothek zu legen, ehrlich gesagt. Der kann mir dann noch was teurer machen. Nee, das kostet mich wieder die Zeit, die ich gut mache, damit den zu spielen. Wir können uns das für eine andere Gelegenheit aufheben. My turn, ne? Leben bekommen. Okay. Damit kann ich einen 4-4er machen. Ja. Mann, ich will was tun. Soll ich einen 4-4er ausspielen oder soll ich noch warten, weil ich da eine Extrakarte ziehen kann? Ich meine, ich habe noch gute Verteidigung. Paolo ist auch noch weit davon entfernt, mich zu töten. Tja. Lord Pledge Mage, ja, klar. Okay, und Multiple Choice. Ich muss sogar niemanden auswählen. Das ist sehr, sehr gut. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob uns das irgendwelche Vorteile bringt, den hier was bouncen zu lassen. Oh, die mag ich. Die können wir gerne ziehen. Die kleinen einfach. Okay, gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Wir bringen was voran. Gegenseite greift uns für 3 in der Luft an. Ja, aber damit werden wir schon fertig. Ich wünschte mir noch wirklich, wir hätten einen Fight oder einen Bite-Spell bekommen. Irgendwas. Irgendeinen grünen Removal-Spell noch. Uff. Autsch.
Ja gut, ich habe meine Containment Breach, ne? Also das wird das letzte Mal sein, dass die Gegenseite hier das aktivieren kann. Aber ich habe ja immer noch mit dem Elite Spellbinder zu tun. Autsch. So. Ich weiß nicht, angreifen kann ja auch nicht richtig sein, wenn wir hier noch so weit zurückliegen. Lebenspunkte technisch. Es sieht ja aus wie eine Situation, in der ich racen will, ne? Weil ich kann einfach nicht wirklich profitabel interagieren mit dem 4-2er Flieger hier. Ich meine, ich kann ihn wieder zum 3-1er Flieger machen mit Burian Books. Yeah, whatever, also. Sag mir nicht, dass du hier noch profitabel... Oh! Nice, okay. Gut. Ich meine... Ja, das war ziemlich naheliegend. Dass das ein profitabler Weg ist, zu interagieren. Eieiei, hier werden wir von einem Haufen Dogs zusammengeschlagen. Eieiei. Es läuft nicht wirklich gut hier. Können einen Wormhole Serpent ausspielen oder Elite plus Groff, ja? Ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Und dann wird der wahrscheinlich annihilated. Wir traden den Elite gegen den Tome Shredder. Nehmen Lethal. Ja, ziemlich tot. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, es war leider ehrlich gesagt der eine Flieger, der uns hier besiegt hat. Ganz schön bitter. Clockwork Archivist kommt rein. Ja, ich meine, oder sehr viel Boots, aber das sind natürlich noch extra Steps. Wir haben nicht genug Flieger gesehen, um das zu machen. Und Sparring Regiment ist ja auch ein Enchantment, kein Artefakt. Ich meine, das sind Artefakte, aber dafür ist ja nicht profitabel, da Tangled Rap drauf zu spielen. Ja, okay. 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 Also. Was nehmen wir hier raus? Den Bookworm? Der gibt uns Leben dazu. Auch noch. Vielleicht Popquiz einfach ein bisschen langsam, aber Learn ist schon noch wichtig für uns. Spine Karok ist ja so ein bisschen füllerig, ne? Vortex Runner aber auch irgendwo. Die Runner sind schon sehr, sehr füllerig. Darauf können wir verzichten. Obwohl, vielleicht wollte ich den trotzdem lieber behalten als den Spined Karok. Play first. Simone, danke sehr. Okay, der Bookworm, der braucht vielleicht noch ein bisschen, aber wenn Simone hier überlebt und nicht sofort getötet wird mit einer Heated Debate oder so, dann kommen wir hier profitabel durch die ganze Sache. Wahrscheinlich sollten wir auch besser den Karok einfach ausspielen, ha? Huh? Auch wenn es natürlich wirklich gut ist, Richtung Bookworm sich zu graben. Oh, okay, das ist natürlich noch besser. So können wir beides machen. So können wir Simones Fähigkeit auch noch benutzen.
Die nächste Runde schon ziehen. Ja. Okay, nice, nice. Okay. Wir könnten auch Arcane Subtraction machen, ehrlich gesagt, weil wir... Ja, was auch immer. Damit lernen. Aber wir können auch noch warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, wir können warten. Wir spielen einfach den Karrock aus. Lassen die Subtraction offen. Und Letter of Acceptance. Theoretisch. Fuming Effigy, alles klar. Das habe ich auch schon gemerkt, ne? Also Rot-Weiß, das mir gestern so ein bisschen auf... Rot-Weiß hat Stats, ne? Anders als die anderen Farben. Also tatsächlich halt so 4 Dreier für 4, 3 Dreier für 3. Irgendwie ist das sonst nicht so geläufig. Ja, okay. Machst nix, ja? Dann spiele ich einfach den Hookworm aus. Wo wir von Stats sprechen. Ich denke mal, wir werden Impraham spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wehe, mein Bookworm stirbt mit dem Expel. Dann werde ich sauer. Ich glaube, wir lassen ihn einfach zurück. Lassen den hier einfach chillen. Greifen gar nicht mit dem an. Haben noch einen anderen 2-4er, hinter dem wir uns ein bisschen verstecken können. Haben den die Elite, die dann ein paar Counter bekommen kann. Ja, yeah. Ein guter... Ach, komm. Ach. Naja, ich meine, gerade kann... Nein, die will meinen Bookworm exilen. Nein, nein. Ja, ich kann nicht viel machen. Entweder den oder... Na gut, aber ich spiele jetzt Impraham aus. Und wenn die irgendwie frech werden wollen... Ich glaube, ich muss mit dem Bookworm... Nee, wenn ich mit dem Bookworm angreife, dann exilen die irgendwas anderes. Nee, nee, nee. Impraham, ich brauche den schon noch. Och, nö. Das ist doch jetzt unfair. Natürlich nicht. Alles in Ordnung. Wir können doch nichts dagegen machen. Ah, Lightning Bolt. Zum Kotzen. Ah, ist halt auch so billig, ne, dass die jetzt einfach noch was machen können. Hoffentlich haben die nicht noch ein Land. Ist langsam mal gut hier. Ich meine, ich habe jetzt auch zwei Banger hintereinander gespielt mit dem Bookworm und dem Impraham, aber Alter, komm, beruhig dich mal, ja, müssen wir machen. Wir müssen das Sparring Regiment hier entfernen, sonst werden wir auch nicht mehr ganz zufrieden. Nicht mehr so ganz, ne? Na, ich fürchte, ich muss mal kurz... Ich fürchte, ich muss mal kurz die Katze retten. Die hat nämlich oben im Schrank geschlafen, ist die halt über den Stuhl hochgeklettert. Manchmal springt die auch einfach hier von der Lehne da rüber, die ist komplett irre. Da ist Katzenvieh. Auf jeden Fall hole ich die mal gerade runter. Entschuldigt mich, Leute, ich könnte Stopp machen, aber warum sollte ich das tun? Das ist eine süße Katze. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Ja, wir können Dragonsguard Elite auf den 6-6er pumpen. Und haben Letter of Acceptance offen. Okay. Das heißt, die Seite braucht wieder zwei Antworten. Bis jetzt schien das ja kein Problem zu sein.
alles, was ich an guten Sachen gespielt habe, zu entfernen. Ja, okay. Sichi. Ja, alles von mir weggeexiled, ey. Heieiei. Ey. Nur Länder. Verdammt. Ja, was auch immer. Yay. Noch mehr Länder. 4. Nur. Das sind. Oh Gott. 8, 10, 11, 12, 13 Länder? Okay. Und jetzt sterben wir durch den Flieger. Nein. Also unsere, es ist wirklich unsere fehlende Kreaturen-Interaktion, die uns hier andauernd zu Schaden kommt, ne? Ich meine, wir haben die Wormhole Serpents eigentlich, um an so einer Stelle dann den Bookworm durchzubringen, aber die Gegenseite exilt hier alles weg und yeah. Quantrix Campus, Croy. Multiple Choice. Wollen wir überhaupt? Ja, ich meine, wir wollen einen 4-4er und eine extra Karte ziehen. Und den Rest müssen wir nicht machen. Aber ja. Squire 1. Ja, irgendwie wollen wir die Karte haben. Die kleinen 4-4er. Und dann, ich brauche 4, ne? Dann spiele ich nämlich jetzt den Forest Gear aus. Ja, der Glyph Weaver kann einfach opfern, um den anderen Kreaturen Instructable zu geben. Das heißt, ich trade meinen Bookworm gegen den Glyph Weaver. Vielleicht sollte ich, muss ich das sogar machen. Nee, ich meine, das ist das Expel. Was für ein Quatsch. Das ist doch auch Quatsch. Nee, danke, nicht noch mehr Länder. Was können wir denn lernen, ha? Huh? Eigentlich gar nicht so viel. Halt noch ein 4-4er. Ich meine, wir können auch angreifen mit einem 4-4er, weil das werden wir auch unprofitabel traden, aber das ist okay. Wenigstens greifen wir für 4 zurück an und können selber dazu bekommen. Okay. Okay. Ehrlich gesagt. Wir kriegen praktisch nur 2 Schaden pro Runde. Ich meine, das wird noch ein bisschen mehr werden, weil Lord Apprentice mal triggert, aber das ist okay. Ich kann mich hier mit anfreunden. Vielleicht hätte ich jetzt das letzte Land nicht ausspielen sollen, um ein bisschen zu dingsen. Zu bluffen. Das könnte richtig sein. Wollte gerne in meinen Graveyard gucken. Oh, okay. Yeah, das behalte ich. Auch wenn wir ehrlich gesagt ja nichts so krasses haben. Zum Bouncen halt. Ich werde bestimmt nicht selbst das Glyph Weaver bouncen. Damit die Gegenseite Deadly Vanity spielen kann. Also wird es dann wohl einfach auf den Mentor hinauslaufen, huh? Und wir bekommen unsere Superdekane zurück.
Okay. Frage ist, ob wir jetzt traden hier gegen den Passcaller. Aber wahrscheinlich, wenn ich die Gelegenheit dazu bekommen würde, dann würde ich bis nächste Runde warten. Natürlich ist das nicht der Fall. Gegenseite hat bis jetzt einen hervorragenden Job damit gemacht, alle relevanten Dinge von uns zu entfernen. Manchmal ist es, also Expel hat ja jetzt den Bookworm hier tatsächlich noch nicht entsorgt, aber das ist ja das Threat of Activation. Jetzt könnte ich ja mal über Na Angriffe nachdenken. Aber im Moment hält der sehr viel weg. Ja. Das ist ein bisschen frustrierend, aber das ist halt so. Das ist halt so. Ja. Bringt jetzt leider auch nicht so viel, weil eben wir keine Threats mehr haben, außer den Bookworm. Aber noch haben wir Zeit. Noch haben wir Zeit. Boah, ich hoffe nicht, dass ich irgendwas im Sideboard habe, was ich die ganze Zeit nehmen könnte, was diesen Passcaller wunderbar beantwortet und ich einfach zu vergesslich bin, um das zu merken. Ja. Eieiei, och, es ist aber auch wirklich mal gut. Also, eigentlich nicht. Die Gegenseite hat einfach zwei Flieger gespielt und wir haben keine Antworten darauf. Das reicht leider nicht. Also, wie gesagt, in diesem Fall brauchen wir halt Action. Okay, das ist wahrscheinlich unser letztes Land. Nee, ja, so nicht. Hätten wir einen Upkeep-Stop setzen sollen wegen dem Scry. Selber schuld. Ja, dann sterben wir wohl, Dann sterben wir wohl. Oh, okay. So nicht. Hast du gerade Good Game zu mir gesagt? Okay, wir gewinnen noch. Wir müssen jetzt noch gewinnen. Wir müssen jetzt noch einfach noch gewinnen. Zweimal Ping. Oh ja, ich bin tot. Ich hätte wahrscheinlich Introduction to Annihilation einfach irgendwann mal nehmen müssen auf den Passcaller. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich echt. Ja. Verdammt. Ja, ich sehe auch, dass ich dead on board bin. Ja. Ja, wie gesagt, äußerst, äußerst frustrierend. Einfach ein sehr, sehr, sehr inaktives Spiel für uns. Wir haben einfach nichts gemacht die ganze Zeit. Das hat nicht gereicht. Das hat definitiv nicht gereicht hier. Ja. Ich meine, ich probiere es trotzdem nochmal so, aber ziemlich, ziemlich bitter. Das Strixhaven Stadium ist einfach nur ein Witz, ne? Das ist schon. Wenn du in die Situation kommst, dass du viele Punkte machst, dann gewinnst du so oder so. Das ist halt so die Sache dabei. Ja.
Ich glaube, wir wollen lieber Popquiz als Golden Ratio haben. Denn ich glaube einfach, Karten an sich nachziehen ist nicht so ein großes Problem für uns. Card Advantage generieren. Komm, ich tausche das Stadium aus hier. Wenigstens gegen den Letter of Acceptance zieht wenigstens noch eine Karte nach. Ja, einfach nur auch, damit wir die Antworten aus dem Sideboard bekommen können und so, denke ich mal. Ja, wie gesagt, ey, bitter. Bitter, bitter, bitter war es hier. Dass du da sitzt und so, ja, ich kann einfach nichts tun. Ich kann nichts tun. Irgendwie ist es gar nicht so krass, was die Gegenseite macht, aber irgendwie kann ich nichts tun. Das ist sehr, sehr bitter. Aber das kommt tatsächlich öfter vor, wenn man kein Removal hat. Und von daher betont ja nochmal, warum Removal doch zu Recht irgendwie ziemlich hoch gepickt wird. Also lasst euch das nochmal eine Lehre sein. Falls ich irgendwo in dem Draft zwischendurch ein Mage-Duel übersehen habe, war das ein gigantischer Fehler. Ein einziges Mage-Duel würde uns schon sehr weit bringen hier mit dem Deck. Na gut. Also meine Idee ist ja, dass wir gewinnen können mit unseren Wormhole Serpents. Und dass sie deswegen jetzt nicht sowas wie Flieger unbedingt brauchen oder so. Und dass wir halt ein bisschen Interaktion haben und genug Kreaturen und Life-Gain und sowas, um den Rest zu überleben. Aber eben manchmal einfach ein großer Flieger und du kannst nichts tun. Hoffen wir, dass das nicht nochmal passiert. Aber ja, wie gesagt, ja, das Problem ist wirklich, dass wir dann nicht racen können. In so einer, ne? An so einer Stelle sollte man racen. Und das ist einfach nicht wirklich unser Ding. Ne? Dafür haben wir unsere Kreaturen einfach zu wenig Power. Zumindest im Durchschnitt. Ja. Na gut, geben wir unser Bestes, versuchen wir es nochmal. Bis gleich, Freunde. So und hallo. Herzlich willkommen in der zweiten Runde. Wir möchten gerne anfangen zu spielen. Okay. Ist eine bisschen riskante Hand, aber nur wenn Simone getötet wird. Ansonsten sieht die sogar ziemlich gut aus. Unwilling Ingredient, da hat jemand aufgepasst. Das ist eine sehr gute Karte in ziemlich allen schwarzen Decks. Also ohne die überhaupt selber mal ein schwarzes Deck gespielt zu haben in diesem Format. Einfach nur mal eine Vermutung. Komm, sehen wir jetzt in Runde 2 Hundi. Nein, okay, schade. Introduction to Prophecy, okay. Ja, hervorragend. Dann können wir den Arc ausspielen oder Arch, was auch immer. Und noch ein Land rauslegen. Nächste Runde Wormhole Serpent. Witherbloom Apprentice, schöne Karte auch, ja. Gegen Witherbloom. Also Witherbloom war gestern ein richtig harter Gegner. Also ich hatte gestern, das erste Deck war Prismari und ich habe richtig brutal abgeräumt. Also das war auch ein hartes Prismari-Deck. Vielleicht zeige ich das ganz am Ende noch. So, 4 bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Ja. Okay. Dann ziehe ich einfach eine Karte. Also ich habe richtig hart mit Prismari abgeräumt, außer gegen Witherbloom, da war es super hart, weil die so viel Leben bekommen konnten, so viele Karten ziehen, learnen, den ganzen Boden dicht machen, mit Pests und so weiter. Okay, das war jetzt gar nicht so krass. Aber ich meine, es fängt schon an, ne? 1000 Karten ziehen und einfach 1000 Leben bekommen, ne? Aber wie gesagt, wir ziehen selber auch. Und wir können selber auch Leben dazu bekommen. Yeah. Okay, dann chillen wir und ziehen weiter Karten. Nächste Runde spiele ich was aus. Ich wollte meinen Landdrop doch treffen. Ich hätte jetzt schon ziehen sollen, natürlich. Sorry.
Das wäre richtig und wichtig gewesen. Mann, ich hätte sogar einfach Popquiz spielen können und dann halt Kelpie Guide oder so. Yeah. Was soll's? Ja, Elemental Summoning. Und noch mal ein bisschen Leben. Komm, gib mir ein Land. Nein? Okay. Okay, gut. Ja, also die Action wird uns hier nicht mehr ausgehen in diesem Spiel. Gengar Elite. Bisschen übel für uns, können wir nicht wirklich mit umgehen. Mit großen Kreaturen. Außer durch unsere eigenen großen Kreaturen natürlich. Ja, okay. Ich glaube, ich spiele sogar lieber Kien hier, weil wir echt mehr Länder haben wollen. Wir brauchen nicht. Ja, weil er ein 3-3er Flieger ist, hätte ich wahrscheinlich lieber den anderen gespielt, aber. So, und hier Kelpie Guide, weil der ja den Elite wegtappen kann und so und gibt uns auch nochmal mehr Mana zum Arbeiten. Was? Aggressiv. Wow, das ist. Wow, das ist ja eine Verschwendung. Also beim Weißen kann ich das ja verstehen, weil der lernt, ne? Also ein weißes 1 plus 1 Counter irgendwo drauf. Ja, das ist irgendwie noch nicht so richtig. Also gerade wegen dem Blood Researcher hätte ich doch jetzt noch gewartet auf den Trigger von dem Apprentice und so. Weiß nicht so recht. Weiß nicht so recht, was hier gemeint war. Wir haben 8 Mana zur Verfügung. Tappen erstmal Kian. Den Bukum. Das war doch die Karte, die wir haben wollten. Ja. Okay. Wurmul Serpent, damit wir anfangen können anzugreifen. Ebenso auch den Vortex Runner. Also ich habe gleich meine ganzen unblockbaren Kreaturen. Gegenseite ist auf 26, okay. Och, Kian, warum musstest du den Bookworm exilen? Das ist. Das tut mir weh. Tut mir doch etwas weh. Wir scheinen auch übrigens prädestiniert dazu zu sein, uns selbst zu decken. Auch interessant. Professor of Zoomancy? Sicher. She's brilliant, if a bit overbearing. Bury in books, okay. Ich hätte gern Land, ehrlich gesagt. Danke sehr. Zack. Vortex Runner ist unblockable. KP Guide ist am Start. Also spielen wir noch einen Vortex Runner aus und noch ein Elemental Summoning. So, und dann. Geht's uns gut. Wir kommen für 6 Schaden die Runde durch, haben relativ gute Verteidigung. Die Gegenseite hat aber schöne Synergien hier.
definitiv Unwilling Ingredient. Okay, das war's dann aber auch, ne? Kannst du sonst nicht viel machen. Nicht Ant. Sondern Tab. Wer soll denn hier nicht blocken? Wahrscheinlich die Pest, hm? Es ist eigentlich egal. Simone, okay. Die brauchen wir gerade nicht so dringend. Was war das? Okay. Also ich kann für 5 Mana einen 2-2er machen. Habe ich noch Besseres zu tun gerade. Noch irgendwas unblockbar machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollen hier nicht zu viel seitwärts drehen. Weil wir hier... Wir können hier ziemlich sicher gewinnen, wenn wir einfach... Einfach unsere Sachen ausspielen. Unsere Dogs, damit können wir alles wegblocken, was wir wollen und... Ja... Kommen safe hier durch und dann... Ich meine, wir können nächste Runde nicht ganz 10 zusätzliche Damage durchschmeißen, aber schon einiges, ja. Gut, das Life Loss ist relativ egal. Was, alles, was ein bisschen relevant sein könnte, ist das Life Gain. Okay, Unwilling Ingredient. Yeah. Okay. Tap Target Permanent. Spielt das eine Rolle? Nein. Oh. Au. Oh. Ah, ich bin ja dämlich, hätte schon den Arc sollte ich enttappen. Das bringt natürlich ein bisschen mehr. Okay, damit haben wir jetzt ein 3-3 für 5. Ist schon besser. Letter of Acceptance und Wormhole Serpent gibt dem Biogrowth noch Unblockbarkeit. Ich habe Kelpie Guide offen, Bury in Books theoretisch, wenn ich den Kelpie Guide dafür benutze. Kreaturen können nicht geblockt werden. Aber ein schönes Board auf der Gegenseite, das muss ich ja auch neidlos anerkennen. Wirklich schönes Board. Bin froh, dass wir das hier halbwegs im Griff haben. Okay. Ja, ein paar schöne Life-Gain-Trigger. Aber mehr ist das dann auch nicht. Kann ich trotzdem noch nächste Runde töten. Dragonscald Elite kann sich auf einen 6-6er pumpen. Demogoth Woe Eater, nice. Oh, wow, was für ein schönes Deck, Mann. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Wir werden wahrscheinlich trotzdem diese Runde gewinnen, aber wow. Das ist schon schön. Sie sind überhaupt keine Life-Gain-Trigger mehr, ha? Huh? Okay. So tolle Blocks auf die 5 Power-Kreaturen haben wir jetzt auch nicht, hm? Dann tappen wir den 5-5er Mendes mal weg. Okay. Klar. Ja, ich sehe durchaus, dass Dina ein Secret... Hey, was? Warum machst du das jetzt? Hä? Ist doch nicht so, als wäre Dina unblockbar oder so. Ja, ich meine, wir haben schon eine Menge ziemlich guter Blocks, oder? Hier der Witherbloom Apprentice. Hier der Dragonscald Elite.
Simone kann von mir aus Jump blocken, das ist mir völlig egal. Und dann haben wir keine guten Blocks mehr. Ja, okay. Gut, gut, gut. Ja, aber das ist super, super heiß und gefährlich. Wow, ich habe etwas Angst vor diesem Deck. Eieiei. Was haben wir denn hier an Removal gesehen? Eigentlich nichts, ne? Nichts an Removal, nur so Combat Tricks und sowas, ha? Huh? Infuse with Vitality, Professor's Warning. Ja? Ha. Huh. Ist unser Deck nicht einfach gut so, wie es ist gegen das Deck? Sehr viel Boots vielleicht, aber das Problem ist jetzt, also das nehme ich gleich rein, wenn wir wieder on the play sind, aber jetzt sind wir on the draw. Und da versuche ich davon abzusehen von so Karten. Die macht ja alleine nichts, ne? Das ist ja alleine eine tote Karte. Wir brauchen also eine lebende Kreatur draußen, die angreifen kann, um überhaupt zu profitieren von dieser Karte. Und das wird später wahrscheinlich der Fall sein, aber ich glaube, wir wollen jetzt erstmal mehr. Okay, ein bisschen langsam, aber ich glaube nicht, dass man die Hand dann zurückschicken kann unbedingt. Puh. Puh, puh, puh. Witherbloom, ey. Witherbloom, Witherbloom. Klar. Happy Guide. Nächste Runde Imbraham. Okay, weiter nix. Ist das ein Dings vielleicht? Irgendeine Art von Board Wipe. Also ich werde jetzt anscheinend reinspielen, aber weil ich weiß jetzt einfach noch gar nicht, was abgeht. Also in diesem ganzen Format. Ich habe ja meine Theorien. Schaut dazu gerne mein Video. Mein Draft Guide, aber ich spiele jetzt erstmal in alles rein. Was? 5 Mana und dann ein Scry? Was? Okay, dann ziehen wir jetzt einfach 1000 Karten mit Imbraham und haben im Prinzip gewonnen. Okay. Bin dabei. Okay. Mach weiter nix. Was? Jetzt, Cram-Session oder was? So, und dann haben wir nämlich hier 6 Mana. Das heißt, x ist gleich 4. Oh wow, das sind alles richtig gute Karten. Oh wow, ich will einfach den Forest. So, und Imbraham kostet jetzt einfach nur 2, um eine Karte zu ziehen. Das heißt, ich habe noch 4 weitere Mana zur Verfügung. 5 weitere Mana zur Verfügung. Das heißt, wir könnten Karrok plus Squirrel Colony und dann einfach ziehen mit Imbraham. Ja. Ich meine, ich könnte auch angreifen, aber ich will lieber Karten ziehen als angreifen. Pest Summoning, klar. Hau rein. Was ziehen wir uns gleich? Simone oder mal. Oh, wir ziehen uns Multiple Choice. Oh yeah.
Ins Gesicht. Ja, nehme ich. Ja, und bitte bei uns wieder eine Pest. Herrlich. Und dann greife ich schön an. Ich könnte Popkurs offen lassen, aber wozu? Obwohl die Gegenseite hat Combat Tricks und so und Quatsch. Ich greife nicht mit meinem Kelpie Guide an, der ist zu gut. Professor's Warning, okay. Infused with Vitality. Ja, was auch immer. Das bringt ja auch nichts, ne? Das ist so ein bisschen die Sache mit Infused with Vitality, ne? Weil, wenn du es jetzt mit Blade Brain vergleichst, manchmal ist das besser, dass du die Kreatur zurückbekommst und manchmal wäre es besser, eine Karte zu ziehen. Und auf die Pests wäre es halt viel besser, wenn du eine Karte ziehen könntest. Und die Pests sind schon so ein Hauptsynergie-Stück einfach des Witherbloom-Decks. Also so ein bisschen fragwürdig. Dann, also es gibt so ein paar Karten, Dina wirkt ja auch selber so ein bisschen so. Also es gibt so ein paar Karten, wo du Tente Pests gehört auch dazu, wo du dich so fragst, so, die scheinen uns dazu zu bringen, dass wir irgendwie große Kreaturen opfern wollen oder richtige Kreaturen opfern wollen. Aber eigentlich das Beste, was wir an Sackfodder haben, sind halt die Pests so. Moment, ich kann ja einfach eins machen. Ach so. Eieiei. Cancel. Ich muss natürlich erstmal Kelpie Guide aktivieren. Eieiei, das ist immer umständlich hier. Ist das umständlich? So, x gleich 1. Autopay, fertig. Dann können wir nämlich noch eine zusätzliche Karte dazulegen. Overgrown Ark. Yeah. Ehrlich gesagt, ich will einfach gerade das achte Land haben. Mein ganzes Zeug praktisch triggert. Jetzt habe ich es auch so bekommen. Ja, Bookworm brauche ich dann nicht ausspielen, sondern einfach Bayou Groth und den Rest offen lassen. Huh? Will ich den schon wegtappen? Ehrlich gesagt, wir haben jetzt auch genug. Eigentlich haben wir genug. Ich greife mit Imbraham an. Wir können jetzt mal das Spiel versuchen zu beenden hier. Irgendeinem Combat-Trick habe ich Bury in Books. Ja, komm, das ist doch irgendein Professor's Warning oder so. Geh mir weg damit. Ja, komm, hau mir ab. Hau ab. Popquiz noch am Start. Alright. Klar. Hau rein. Und das ist gar nicht so schlecht. Und ich bin für Plante Forbidden auch ziemlich interessanten Spell. Aber wir sind natürlich ziemlich gut dran. Oh mein Gott, das stimmt ja. Wir können ja Kelpie Guide den enttappen und das einfach wieder einsetzen. Mann. Kelpie Guide, Imbraham, ihr seid ein gutes Team. Ihr seid ein gutes Team. Leyline Invocation. Schön, schön, schön. Schöner 7-7er. Haben wir Aether Helix für. Da haben wir doch... Die Gegenseite hat aufgegeben. Weil wir so viel Card Advantage hatten. Okay. Jetzt bin ich wieder froh. Jetzt ist der Frust vom Spiel 1 wieder ein bisschen weg. Ja. Nice. War doch schön. Oder? Selbstverständlich war dieses Spiel gerade total geschenkt. Nicht das Match, aber das Spiel. Die Gegenseite hat ja wirklich gar nichts gemacht.
gar nicht. Sie haben Runde 5 Land ausgespielt und dann gescryed mit dem Land. Also, ich weiß nicht, was die da für eine Hand behalten hat, aber es ist noch eine fragwürdigere Entscheidung. Es scheint noch eine fragwürdigere Entscheidung gewesen zu sein, als die meisten Hände, die ich behalte. Und ich behalte schon viele schlechte Hände. So, wir stehen 1-1. Das heißt, jetzt kommt es drauf an, ob wir hier mit einem positiven Testergebnis rauskommen. Also schauen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Bis gleich, Freunde. Hallo, Freunde, und herzlich willkommen hier im Finale sozusagen. Das ist eine schöne Hand, da freue ich mich ja drauf. Wenn wir die Länder ziehen, dann spiele ich sie. Oh, wahrscheinlich spiele ich so oder so Simone aus. Das ist einfach so ein guter Spielzug, dann Runde 3 in Arch auszuspielen, Forest und Simones Fähigkeit offen zu haben. Vorausgesetzt, wir ziehen noch ein Land, aber ist auch alles nicht so. Ist ja alles nicht so wild. Okay, das fängt gut an. Und heute diesmal gegen Silverquill. Ich habe noch gar keinen Silverquill gesehen. Bitte, gibt's mir mal. Gibt es mir mal. Silverquill Pledge Mage. Der sieht echt gut aus gegen uns. Weil wir mit Fieger nicht wirklich interagieren können. Okay, ich habe genug Silverquill gesehen. Pack wieder ein. Dann werde ich wahrscheinlich Simone hier aktivieren. Ja, einfach eine extra Karte ziehen. Beste, was ich machen kann, ehrlich gesagt. Oh, eigentlich ist Silverquill auch ein echt schlechtes Matchup für uns, weil wir einfach nicht die Interaktion haben, die wir brauchen. Um mit sowas fertig zu werden, ne? Jetzt kann er die ganze Zeit hier live fliegen. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir wollen hier einen 6-6er ausspielen. Weil, wenn wir racen können, dann möchte ich gerne racen. Gegen den Pledge Mage, weil wir den so schlecht blocken können. Oder anderweitig mit ihm interagieren. Oh, komm schon. Autsch. Ja, und dann noch ein Counter drauf. Ist das furchtbar. Ist das furchtbar. Wir könnten noch einen 4-4er machen, wir könnten Introduction to Annihilation machen, aber das würde ich nicht. Dann nehmen wir Serpent, noch ein Arc. Oder Arch. Eieiei, Mage Hunter, okay. Wir haben gar nicht so viele Instants und Sorceries. Star Pupil, interessante Karte. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Gutes, interessantes Design. Für eine weiße Kammen vor allem. Die kriegen ja sonst eher nicht so viel ab von den guten Sachen. Vortex Runner. Ja. Ist ein 3-3er und blockbar. Aber wir haben mehr Interesse an defensiven Maßnahmen. Owl and Shield Mage, ouch. Ja, ja, wie gesagt. Evasion und so ist das Ding von diesem Campus. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Arch opfern soll für ein Introduction to Annihilation, um den Shield Mage loszuwerden. Ich muss halt irgendwas tun. Es wird halt auch nicht besser, ne? Ich habe einfach keinen. Ich habe die Colony, die können 4-4er-Flieger sein. Die kann profitabel mit dem interagieren. Ansonsten. Ach, ich bring's gerade nicht über mich, tut mir leid. Okay, ich habe einen 3-3er-Flieger, der uns einen Haufen Karten ziehen kann.
Das ist schon mal etwas. Problem ist nur, wenn wir traden, können wir jetzt keine Karten ziehen. Bitte spiel einfach nur keinen brutalen Instant jetzt. Okay, okay, okay. Pass auf. Dann nehmen wir das. Die drei hier nehmen wir. Das ist nur ein Schaden. Wir haben Overgrown Arc. Boah, aber jetzt so ein Accelerating Elocution, ne? Dieser Mass Pump Spell, noch zwei Counter auf. Was liegt? Leute, wir sind richtig tot. Ja! Ja, die ist mega gut gerade. Die ist so gut. Ich fass es nicht. Okay. Okay, ich warte aber nur auf die Elocution, die uns hier komplett zerstört. Ist ja schon schlimm genug. Naja, wenigstens kriegen wir noch ein paar Karten gezogen, wa? Ich lass mal noch zwei offen, oder? Damit ich die Arcs im Notfall opfern kann, ja. Okay. Wenn es das jetzt wenigstens war. Okay. Das kriegen wir hin. Und wir müssen der Pupil nicht totblocken. Ach so. Ja, das hat wortwörtlich keinen Unterschied gemacht. Aber ist okay. Ist okay. Ich bin... Ist okay. Der Gegner hat keine... verlässlichen Flieger mehr. Eigentlich wäre es halt fast ganz smart, irgendwie Spiteful Squad zu blocken und dann was wegzuschicken, aber nee, das ist jetzt auch. Das ist jetzt auch Käse. Ich schick den Pledge Mage zurück und hol mir Kian oder Ibrahim. Also Simone oder Ibrahim. Ja, ich glaube einfach Ibrahim. Ich habe ja sogar noch eine Karte mit Study Counter. Famos, nicht wahr? Ja, und ich weiß nicht, ob ich in der besten Position bin, um hier anzugreifen, aber irgendwie müssen wir die Gegenseite ja auch irgendwann töten, nicht wahr? Und wir kriegen immerhin noch zwei Leben pro Runde. Yeah. Das sind die zwei Schaden bekommen wir wie. Die zwei Leben bekommen wir jetzt. Okay, okay, okay. Multiple Choice. Danke sehr. X ist gleich 4. Danke, nein. Ich möchte kein weiteres Land ziehen. Burien Books ist immerhin eine Interaktion. Kannst du deine Sachen wieder, Kersten? So, die Gegenseite wird sicherlich versuchen, mich schnell zu töten. Und, ja, jetzt halt noch ein Instant of Sorcery Spell hinterher, den Civic Will. Okay, das ist ein bisschen viel Pledge Mage für mich, aber gut. Ich glaube, ich block jetzt tatsächlich den Spiteful Squad, weil ich die Kreatur dann entfernen kann, die mit Burien Books die Counter bekommt.
mich dann doch irgendwie losgeworden bin. Ist bitter dafür, einen 4-4er auch aufzuwenden, aber ist wahrscheinlich richtig. Ja. Nur nochmal sicher gehen, das ist auch wirklich Ende meines Zuges. Das ist schon häufig genug in der gegnerischen Hauptphase gemacht. Okay, ja. Angriff mit Vortex Runner und alles weitere offen lassen. Aber wir haben hier schöne Interaktionen, also bin jetzt gar nicht so. Ich habe jetzt gerade gar nicht so viel Angst hier vor der nächsten Runde. Das ist alles. Hör mal dann. Wird er hier mit Arcane Subtraction wahrscheinlich getötet. Containment Breach kann ich nicht gebrauchen. Introduction to Annihilation wäre eine Überlegung, ganz eventuell. Aber ich will es eigentlich nicht machen. Moment, ich kann die Gegenseite nächste Runde töten, oder? Oh. Na, in dem Fall. Ich nehme einfach einen 4-4er. Oh, die Gegenseite könnte diesen Death-Touch-Trick haben, ha? Huh? Ich will trotzdem, dass die Gegenseite so viel Tricks und Mana und sonst was wie möglich benutzt. Okay. Star Pupil, okay. Ich glaube, wir haben. Da könnte noch Expel auf der Hand sein. Expel. Das könnte Expel sein. Dann haben wir noch nicht gewonnen. Irgendeine zu. Ah, ich hätte zwei offen lassen sollen, damit ich die Arcs opfern kann. Aber das ist schon okay. Mehr oder weniger zufällige Nummer gewählt hier, weil es relativ egal ist. Ich möchte einfach den Bookworm haben. Ja, es ist auch. Ich spiele jetzt einfach den Bookworm aus, weil. Also kein Grund hier ins offene Mana reinzuspielen. Nächste Runde kann ich die Gegenseite viel sicherer töten. Wow. So. Ja, ist ja gut, Katze. Ist ja doch gut, ne? Okay, es war wahrscheinlich auch einfach nur das Cry und da ist gar nichts. Und wahrscheinlich habe ich dir gegenseitig jetzt eine Runde mehr gegeben, um irgendwas auf die Kette zu bekommen. Aber ich bin auf 17 Leben, ich habe 1000 Sachen draußen und Unblockbarkeit und alles. Ja. Okay. Dann wird die Katze jetzt mal rausgelassen, nicht wahr? Und gleich steht sie dann wieder auf der anderen Seite der Tür und maunzt. Ihr kennt sie doch. Ja, das ist. Es könnte trotzdem sehr gefährlich für uns werden, wenn hier die Sachen ein bisschen anders kommen. Ich glaube, der Archivist ist ziemlich nett für uns. Irgendeine Art von Interaktion wäre halt wirklich sau, sau geil für uns. Ist nicht unbedingt Resculpt. Tangle Trap, ehrlich gesagt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ziemlich gut hier. Er gibt mir halt Leben dazu, aber ich denke halt fast drüber nach, den einfach rauszunehmen. Einfach den und den Bookworm. Einfach nur, weil er 8 kostet und wir wahrscheinlich gegen halt ein aggressives Deck spielen müssen, ne?
Es fühlt sich nicht gut an, den zurückzulassen. Ich glaube aber, es ist hier richtig. Sagt mir gerne mal Bescheid, was ihr davon haltet. Aber ein Age-Drop, also auch in einem Ramp-Deck, ein Age-Drop irgendwie zu planen, auszuspielen, zum Stabilisieren gegen ein Aggro-Deck ist einfach kein besonders guter Plan. Wow. Die ist verdammt langsam, die Hand. Aber der Archivist ist auch da. Also, wir müssen eigentlich nur ein Land ziehen, irgendeins. On the draw. Ist natürlich die Befürchtung: One Drop, Two Drop und so weiter. Aber das müssten wir halt in Kauf nehmen. Scry One Draw Card. Nee, nee, nee. Das müssen wir auf 4 machen. Also mit 4 machen. Mindestens. Humiliate, das ist nicht so wild. Der plus 1 Counter und der Trigger ist relevanter, als dass ich eine Karte verliere. Ich bin hier auf keine Karte angewiesen. Wahrscheinlich ist Multiple Choice das Beste, was ich auf der Hand habe. Oder Archivist, ehrlich gesagt. Ja, guck mal. Schaut sich jetzt auch den Archivist an. Er nimmt den Archivist mit, komm. Oder Multiple Choice, das sind die stärksten Karten hier. Alles andere ist ziemlich redundant. Wenn du Kalte Welt nimmst, habe ich Kelpie Guide. Genauso andersrum. Wenn du Karrog nimmst, habe ich Kelpie Guide. Also. Karrog? Okay. Ja. Weil es halt ein dicker Blocker ist? Okay, ich verstehe. Ah, ich spiele Cultivate, das ist die sichere Art zu rampen hier. Ja, wie gesagt, nächste Runde einfach Multiple Choice stream, das Bouncen 4-4er bekommen. Cool. Killian. Ja, ich bin schon auf 10, ja. Es ist nicht nichts. Es ist nicht nichts. Kann Killian nicht blocken. Tolle Karte, die ich wahrscheinlich behalten werde. Ich kann Killian auch nicht blocken. Das heißt, jetzt wäre vielleicht der Plan, ne? Irgendwie ein paar Counter. Eieiei, so viel Action. Den wieder ausspielen, dann irgendeine Counterkarte auf Killian drauf und dann Trigger, Trigger, Trigger. Okay, noch nicht. Reicht vielleicht trotzdem, ehrlich gesagt. Wir müssen auf jeden Fall mehrere Sachen ausspielen. Also wäre das für mich das hier und das hier. So haben wir onboard auf jeden Fall gute Blocks, ne? Das heißt, wenn der Gegenseite jetzt hier ein bisschen kurz die Luft ausgeht, nur diese Runde, dann könnten wir es schon geschafft haben. Das ist akzeptabel. Das ist auch ziemlich akzeptabel. Das ist tatsächlich sehr akzeptabel, das hier. Ich meine, ich könnte die Colony opfern, um das Grove auszuspielen und dann Nether Helix machen, um die Colony zurückzubekommen. Und wieder auszuspielen. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ja, das wäre ein bisschen absurd. Also ich möchte ja so gerne Imbraham aktivieren. Selbstverständlich. Dann könnte ich nur den Kelpie Guide ausspielen. Das ist auf jeden Fall falsch. Also Cockwork Archivist raus. Mit dem müssen wir blocken. Dafür ist der okay, aber immer noch kein Counter oder irgendwas anderes. Dann geht's mir hier blendend, ehrlich gesagt. Okay, der Archivist ist draußen. Das ist sehr, 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 sehr geil. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Ich schicke einfach Killian zurück, hol mir den Spike Carrot wieder. So.
Und damit haben wir nochmal eine ganze Menge Druck wieder rausgenommen. Overgrown Arc, um uns ein bisschen Leben dazu zu bekommen. Angriff mit Imbraham, aber nur weil wir den noch zum Kartenziehen brauchen und deswegen nicht blocken wollen. Und jetzt dürfte es relativ safe sein für uns. Okay, und wir haben den Archivist speziell wegen sowas wie so einem dummen Pledge Mage. Okay. Huh. Also, Calpiguide und Karrock. Dann haben wir noch zwei übrig, das reicht nicht, um mit Imbraham irgendwas Relevantes zu ziehen. Also machen wir einfach das und dann können wir wenigstens eine Karte ziehen mit Imbraham. Haben ihn auch noch offen als Blocker, falls hier der Archivist stirbt und die Colony. Das könnte... Also ich fühle mich ziemlich, ziemlich gut. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Angst haben vor... so einer richtig krassen Runde, wo die Gegenseite irgendwelche, wie gesagt, Accelerating Elocution oder sowas, ne, alle Kreaturen verstärkt. Das sollten wir definitiv im Auge behalten. Aber auch dann geht es uns nicht unbedingt schlecht. Arcane Subtraction, klar. Arcane Subtraction. Arcane Subtraction. Catty Guide und Karrock eigentlich beide. Na, alles gute Blocker hier. Trade ich meinen 5-4er gegen zwei Kreaturen hiervon? Oder gegen einen Mage Hunter? Noch nicht. Noch nicht. Ich fange auch vielleicht nächste Runde einfach an, mit Imbraham anzufangen. Mit Imbraham anzugreifen. Oh je. Ja, nehme ich. Unblockbar. Trigger, Life Gain. Aktivierung, Life Gain meine ich natürlich. Und, ja, Vortex Runner. Down. Die Gegenseite kommt hier nicht mehr wirklich zurück, oder? Außer mit einem Mass Removal. Also ich spiele jetzt nichts mehr aus. Also keine Kreatur mehr aus Board. Solange die Gegenseite keine weiteren Kreaturen ausspielt. Und da kommt der Owl in Shield Mage. Der okay ist. Der kratzt uns gerade nicht besonders. Außer, dass wir ihn wirklich nicht anwählen wollen wegen dem zwei Leben. Wegen den drei Leben. Das heißt, Kelpie Guide kann den nicht wirklich gut wegtappen. Aber das ist okay. Und jetzt... Oh, ich wollte eigentlich... Imbraham. Ich trottel. Na gut. From a graveyard on the bottom of its owner's library. Ja, multiple choice. Nehmen wir wieder zurück. Warum nicht? Wurmul Serpent. Yep. Doch, okay, die spiele ich aus, weil die hilft uns, das Spiel jetzt auch schnell zu beenden, ne? Ja, ich bin mir sicher. Ich weiß, dass das drei Leben kostet. Oder vier sogar. Nein, kein Containment Breach, um dass wir uns Sorgen machen müssen. Ich nehme mir Introduction to Annihilation. Und end turn. Und ich habe natürlich letzte Runde wieder vergessen, mit Kelpie Guide den Overgrown Arc zu enttappen und zwei Leben dazu zu bekommen, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte. Aber ich habe mich ja... Ich wollte ja eigentlich was machen. Nämlich Imbraham enttappen. So. Okay. Imbraham bringt hier nicht viel. Und deshalb werden wir einfach den Overgrown Arc wieder benutzen, um wieder mehr Leben zu bekommen. Und den Cogwork Archivist, um either hier. Ach, ist eigentlich egal. Dann will ich lieber den gegnerischen Friedhof löschen. Damit die da nichts rausbekommen können.
Ich könnte zweimal aktivieren. Und das heißt aber, nee, wir haben nur eine Kreatur mit 5 Power, können also nicht, noch nicht gewinnen diese Runde. Was kein Problem ist. Gewinnen wir nächste Runde. Ja, also ich mache einfach absolut nichts und lehne mich hier zurück hinter meinen 1000 Kreaturen. Hab Burry und Books, falls die Gegenseite hier jetzt den Mass Pump Spell zieht. Wenn hier kein Mass Pump Spell drin ist, ja, dann lernt daraus für eure Silver Quill Decks, dass die Mass Pump Spells brauchen. Das sollte ziemlich offensichtlich sein. Mit dem Silver Quill Apprentice, mit diesen Eager Fürstiers, mit Killian und sowas, mit den +1-Countern und den Magecraft-Triggern vom Pledge Mage, der ziemlich aggressiv ist. Und dem Leech Fanatic, der Sache, der Lifelink hat im Angriff und so. Das ist wirklich eure Win-Condition, ne? Die Sachen hier können einzeln nix, kaum was zu Ende bringen. Vielleicht mal so ein Pledge Mage. Ne, noch so ein paar Flieger und Aulin Shield Mage, den habe ich jetzt unten drunter gelegt, ne? Aber so, die sind ja auch so ein bisschen als quasi Finisher da, aber ich denke mal trotzdem, dass so ein, zwei Mass Pump Spells sollte man vermutlich im Deck haben. Exhilarating Elocution wäre jetzt so mein Tipp. Ja, nice. Wir haben es tatsächlich geschafft. Hier noch positiv rauszukommen mit 2-1. Ich würde mal sagen, wir haben unsere Aufnahmeprüfung bestanden zu Strixhaven. Schauen wir uns das nochmal an. Ich denke mal nicht, dass wir unbedingt das Strixhaven Stadium hier zum Bild machen wollen. Vielleicht einfach Simone. Sie ist einfach witzig, obwohl ich sagen muss, dass die Arcs teilweise mehr Arbeit gemacht haben. Imbraham hat verdammt viel Arbeit gemacht. Das wäre auch legitim. Die Vortex Runner haben ehrlich gesagt auch was gemacht. Die waren schon teilweise wichtig, ne? Weil wir einfach so gut den Boden zumachen konnten. Und dann hast du noch ein, zwei Kreaturen über, die dann mal unblockbar mal ein bisschen reinkommen können. Eigentlich ziemlich gut. Also ich habe ja jetzt das hier selber gespielt und auch schon gegen Quantrix Decks gespielt. Das scheint mir wirklich gut zu dem zu passen, was wir machen in dem Deck. Also ja, also ich war nicht besonders begeistert von dem bis jetzt. Und ich meine, das ist keine grandiose Karte, aber scheint seine Rolle halt gut zu spielen. Und das ist ja schön zu wissen. Biogroth bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir den jemals für 2 Mana spielen, weil wir keine Fractals haben. Wie gesagt, Biomathematician 2-2, dann 1-1er Fractal macht. Super. Dann 1-1er Fractal kannst du opfern, hast dann 5-4er da liegen. So, da hätte ich vielleicht dran gedacht. Also deswegen, der war auch ein 5-Drop. Eventuell hast du mal, wenn du Mana-Screwed bist, mal die Möglichkeit, was ich in Overgrown Arch oder was weiß ich, irgendeine Simone, wo irgendeine Aura drauf ist oder so, zu opfern. Von daher denke ich mal, ist der okay. Leyline Invocation. Ich kann es nur noch mal sagen, die Kreaturen sind klein. Dieses Deck hier will viele Länder rausbekommen. Das wird eine große Kreatur sein, die wird viel Impact haben. Nicht unterschätzen, das ist der Colossal Dreadmaw von dem Set hier, so in meinen Augen. Bis jetzt ist das meine Herangehensweise an die Karte. Ja, Bookworm und Wyrmwood Serpent waren natürlich auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich finde, wir haben das in diesem Draft gar nicht so krass gesehen, wie in den 2 Drafts, die ich gestern gemacht habe, wo das mit dem Learn noch viel relevanter schien. Und noch viel mehr dieses, okay, ich habe jetzt wirklich eine Auswahl von Karten, die ich mir herausziehen kann. Aber vielleicht habe ich es auch einfach schon so ein bisschen internalisiert durch gestern und deswegen habe ich es nicht nochmal so betont, ne? Aber guckt euch mal an, wie geil das war, dass wir hier Containment Breach, Introduction to Prophecy, Introduction to Annihilation, Elemental Summoning und wir konnten halt, was wir gerade brauchen, uns raussuchen.
Also das ist halt, also learn, wenn du dein Sideboard dann entsprechend gebaut hast, wenn du während dem Draft darauf achtest, halt dir ein paar Lessonkarten zu nehmen, dann ist das wie ein Tutor. Also das Learn ist unter Umständen, also ich bin ja so daran gegangen bei Learn, um zu sagen, Learn ist ein bisschen schlechter als eine Karte zu ziehen. Das siehst du ganz gut an der Karte Pop Quiz zum Beispiel, weil 3 Mana, Draw 2 Cards, Instant Speed, drucken die nicht. Das ist ein So das kriegst du Sorcery Speed oder du kannst Instant Speed vielleicht ziehen, musst dann aber noch was abwerfen oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Nachteil oder so. Oder ziehst 3 und wirfst 2 wieder ab oder irgendwie so ein Quatsch. So, vor allem in Common. Und das sagt mir ja jetzt, okay, Learn ist also ein kleines bisschen schlechter als Draw Card. Deswegen kriegen wir diesen Deal hier mit Pop Quiz. Aber wenn du es richtig machst, dann ist das viel besser als Draw Card, weil du halt spezifisch das bekommst, was du gerade brauchst. Also, Learn, da bin ich im Moment ziemlich. Deswegen wollte ich ja auch unbedingt diese Learn-Karten hier in meinem Deck so dringend haben. Und bin zwischendurch auf Pop-Quiz geswitcht von unserem Golden Ratio, weil ich mir einfach sage, ja, das hier ist vielleicht reiner Card-Advantage, aber die Auswahl, die Selection, die wir dadurch bekommen, die ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich finde, man hat es ein bisschen gesehen, wie gesagt, gestern noch ein bisschen besser gesehen. Also nicht unterschätzen und vor allem diese mittelmäßigen Lessons auf gar keinen Fall unterschätzen, ne? Also gerade die Summonings, die sind richtig krass gut, weil die sind sogar ziemlich on par, die sind so ein ganz kleines bisschen zu teuer, die Spells. Ich meine, der hier ist viel zu teuer, der ist trotzdem super. Introduction to Annihilation ist super, auch wenn du das nicht machen willst häufig, ja? Aber einfach eben die Auswahl aus deinem Sideboard zu haben, dann mit verschiedenen Learn-Karten. Das ist so viel besser auch, Containment Breach im Sideboard zu haben und Learn-Karten im Main Deck, als irgendwie so ein Tangle Trap im Main Deck zu haben. Was, ja. Oder selbst wenn das hier Artifacts und Enchantments auch noch bekommen würde, würde ich trotzdem sagen, ist das hier einfach viel, viel geiler, weil du ja mehrere Karten in deinem Main Deck hast, wo du dann zum richtigen Zeitpunkt drauf zugreifen kannst. Also, Learn und Lesson steht bei mir im Moment sehr hoch im Kurs, nachdem ich 3 Drafts gemacht habe, wohlgemerkt. Aber hey, ich wollte es nochmal gesagt haben. Wenn ihr wollt, achso, ich speichere das noch kurz ab. Wir haben heute den 16.04. und das Deck ist 2-1 gegangen. Dann schauen wir uns gerade noch die Decks von gestern an. Erstmal, vielleicht beenden wir das hier noch schnell. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wenn ihr jetzt nicht noch die Decks von gestern gucken wollt, dann schaltet doch jetzt einfach ab. Schön, dass ihr dabei wart und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und vor allem bleibt geschmeidig. So, und dann schauen wir uns, ja, jetzt bin ich auf Packs gegangen. Jetzt schauen wir uns die Decks noch an von gestern. Das hier ist das andere. Und zwar erstmal Prismari. Mein erstes Deck, direkt bei schön 3-0 gegangen, ja. Aber es war halt einfach richtig, richtig geil. Hier Spectacle Mages, die unsere Spells günstiger machen. Frost Trickster, natürlich einfach so eine geile Karte. Zweimal Prismari Apprentice. Und ihr könnt schon sehen hier mit den Karten, wir haben eigentlich schon so ein schönes Tempo-Deck am Start. Prismari Pledge Mage geht auch so in die Richtung. Das ist so ein ganz witziges, kleines Tempo-Deck. Aber wir spielen halt auch die gigantischen Spells. Ne? So ein bisschen, wenn ich so gesagt habe, das wird so ein bisschen die Spannung sein bei dem Deck, dass viele Karten, finde ich, in Blau-Rot eigentlich so in Richtung gehen halt. Du willst eher ein bisschen tempobasiert spielen, aber dann gibt es diesen weiteren Plan mit, hey, ich spiele einfach gigantische Spells für 8 Mana oder so. Und das wirkt erstmal so, als würde das nicht so gut zusammengehen, aber es hat wirklich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Shock war natürlich auch ziemlich nice, um noch günstige Interaktion zu haben. Heated Debate, guter Removal Spell, ohne Frage. Expressive Duration, ach, Chefskiss, das war wunderschön. Und auch wieder Academic Dispute, Arcane Subtraction, Pop Quiz, das waren
Das waren super gute Karten bei mir im Deck. Das waren richtig, richtig gute Karten bei mir im Deck. Ich habe so viel damit angestellt. Und, Moment, da muss ich ins Sideboard gucken für genau. Best of. Ach so, okay, ja. Das ist wegen, weil die jetzt die Regeln für Sideboard geändert haben. Best of One hast du jetzt ein Sideboard von 7 Karten. Spezifisch wegen Learn und Lesson. Deswegen wird das hier so die ersten 7 Karten so angezeigt und dann steht das hier da drunter. Ja, was hatten wir nämlich hier? Spirit Summoning, Elemental Summoning. Allein die einfach. Ach so, und Expanded Anatomy, genau. Ich habe jetzt nichts übersehen, ne? Ah ja, Start from Scratch, genau. Richtig, richtig, richtig. Start from Scratch, ja, Destroy Target Artifact war relevant. Spirit Summoning, eine kleine bzw. mittelgroße Kreatur. Elemental Summoning, eine große Kreatur. Und dann noch Expanded Anatomy, ein Pump Spell. Zum Beispiel für meine kleinen Flieger hier. Ne? Oder für meine Unblockable-Kreaturen. Das war so gut. Also ich wollte auf keine einzige dieser Learn-Karten verzichten, deshalb. Die haben ja auch außerdem selber noch Magecraft mal getriggert und so. Zweimal. Also, hui, huiuiui. Und kommen wir jetzt natürlich zu dem, worum es eigentlich geht, ne? Und zwar hat die richtig fetten Spells hier. Das war echt witzig, vor allem Crackle with Power. Gut, es ist eine Mythic, ja. Aber ich habe die, wenn ich musste, natürlich für einfach 5 Mana gespielt, um ja, 5 Schaden eine Kreatur zu machen, eine Kreatur zu töten. Musst tun, was du tun musst. Aber ich habe mehrere Spiele beendet, indem ich halt bis 8 Mana gewartet habe und eine und halt die wichtigste Kreatur getötet habe und 10 Schaden ins Gesicht geschossen habe. Ich habe sogar das letzte Spiel vom letzten Match beendet, indem ich es zweimal gespielt habe. Also indem ich es mir dann mit dem, war das mit dem Pillar Drop Warden? Oder war es mit irgendwas anderem, dass ich es mir wieder aus dem Friedhof geholt habe? Ich glaube, nur der Pillar Drop Warden kann das. Ja, genau. Also, Crackle with Power. 10 ins Gesicht, nächste Runde aus dem Friedhof holen, dann darauf die Runde nochmal 10 ins Gesicht. Das war eine schöne Art, ein Spiel zu gewinnen. Hat also auf jeden Fall dieses Explosive so, ne? Und auch, ich mache irgendwie ein bisschen Setup, beziehungsweise, ne, ich spiele halt meine anderen Sachen ein bisschen aus, ein bisschen irgendwie meine Temposachen früh oder so. Ja, und dann hast du vielleicht stabilisiert oder fängst langsam an zu stabilisieren und dann mache ich mit 7, 8 Mana einen spektakulären Zug. Wie gesagt, schießt dir Damage ins Gesicht, trigger all mein Magecraft und so weiter und töte dich. Also das hat sich wirklich, wirklich cool gespielt. Besser als ich erwartet habe, auch hat es geklappt. Spectacle Mage dafür eine Schlüsselkarte für mich, wenn ihr das wirklich versuchen wollt mit den 7-Mana-Spells. Und wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Richtig gut schien mir auch Snow Day gewesen zu sein. Weil du kannst, wenn du diesen grandiosen Abschlusszug vorbereitest, kannst du damit einfach in der gegnerischen Runde, ne, zwei. Kreaturen, die besten Kreaturen wegtappen oder so. Ja, ziehst noch ein bisschen Karten und dann ist es wieder deine Runde und dann machst du irgendwie deine, ja, Crackle with Power, Explosive Welcome, Elemental Masterpiece, was auch immer, deinen gigantischen Spell und beendest das Spiel. Ja, also von daher, ich war sehr begeistert, sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich wollte ein bisschen meine Erkenntnisse dann auch jetzt euch mitteilen und dann haben wir noch Lorehold. Lorehold habe ich auch gestern gespielt, ist 2-1 gegangen halt. Ja, ich habe es versucht so zu halten, wie ich es auch in meinem Strategieguide gesagt habe. Also ich möchte einfach hier Kreaturen haben, die irgendwie ordentlich angreifen können und schön, schön wegtraden einfach die ganze Zeit. Na, hier gerne mal noch so ein bisschen Combat-Tricks auch, um meine Tome Shredder und Lorehold Pledge Mage zu triggern,
die, beziehungsweise zu enablen beim Tome Shredder. Also ich finde, Combatricks machen sich gut hier in dem Deck. Ja, dann ein War Singer, der dann dir schön Value bekommt. Storm on Ventor, der einfach erstaunlich groß ist als 3-Mana, 3-3er. Bisschen guter Angreifer. Radiant Scroll Reader ist natürlich absurd, wenn der draußen ist. Da braucht man nicht von zu reden. Brutale Bombe. War mein First Pick, deswegen bin ich auch in das Deck gekommen. Ja, und dann haben meistens die Flieger irgendwann das Spiel beendet. Eigentlich, aber wir hatten halt immer bis ins Late Game was zu tun, wegen dann Illustrious Historian, kannst du was exilen, bekommst noch ein Dings. Und die Zephyr Boots haben wirklich sehr, 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 sehr viel geholfen. Also die waren wirklich sehr gut in dem Deck hier. Aber ich denke mal, dass man wahrscheinlich auch einige Lorehold-Decks zusammenbekommen kann, in der man die Flieger so hat. Ne? Ich meine, schauen wir uns das mal kurz an. Ohne den Rest hier haben wir immer noch Combat Professor, Pillar Drop Rescuer und Returned Past Caller zum Finishen in der Luft, selbst wenn die Zephyr Boots nicht da sind. Sowas in die Richtung. Hätte mir auch eine noch aggressivere Variante vorstellen können. Oder wie gesagt, die Combat Tricks sich auch ganz gut gemacht haben. Ich wollte Enthusiastic Study auch spielen, weil es eine Learn-Karte ist. Also nur noch mal zu sagen, Learn ist total krass, ne? Spirit Summoning, Inkling Summoning. Allein die Auswahl schon im Sideboard zu haben, ist schon gut genug. Elemental Summoning, ja. Also, was willst du haben? Eine mittelgroße Kreatur, einen kleinen Flieger oder eine große Kreatur? Ist einfach nice. Das war einfach super. Ich meine, hab ich überhaupt irgendwelche. Ich habe sonst noch nicht mal irgendwelche Lessons hier. Ich hatte nur Kreaturen, ne? Also Sorceries, die Kreaturen machen. Ja. Und es war gut. Ja. Aber Lorehold hat aber ehrlich gesagt auf mich nicht ganz so. Also da hatte ich mehr das Gefühl, ich muss darum kämpfen, irgendwie. Also ich muss mehr darum kämpfen, auch irgendwie gewinnen zu können. So. Also schauen wir mal. Aber wie gesagt, es hat sich auf jeden Fall angemessen grindy gespielt, was mir gut gefallen hat. So. Du hast das Gefühl, du hast immer was zu tun irgendwie. Aber du hast halt manchmal das Gefühl mit diesen. Also hast du. Du packst das Board voller 2-2er und 3-3er, die einfach später nichts mehr machen. Das war so häufiger eher die Sache. Also ich kann mir echt vorstellen, dass wir vielleicht auch sowas wie ein Go-Wide-Payoff haben wollen in diesem Deck hier. Ach so, zu Guiding Voice habe ich auch noch nichts gesagt, aber. Ich finde die Karte ziemlich gut. Ich meine, in Silverquill. Also habe ich ja plus 1 Counter Synergie, ne? Aber jetzt allein in Lorehold ohne Synergie. Also ich wollte die richtig aktiv gerne haben. Einfach nur wegen, wie gesagt, den Lessons, weil das so gut ist, da die Auswahl zu haben. Das einzige Problem ist natürlich, wenn du nicht genug günstige Kreaturen hast. Dann kann das auf deiner Hand stranden. Und das ist ein bisschen bitter. Oder du kannst zwar theoretisch machen, aber die Gegenseite kann die ganze Zeit Mana offen lassen oder so, weil sie weit genug vorne ist. Und dann kannst du dich nicht wirklich trauen, Guiding Voice zu spielen, weil der dann ja fizzelt, wenn die Kreatur getötet wird. Aber ich glaube, die Karte ist ganz gut. Also. Ich bin auch erstaunt, dass ich das sage über einen Ein-Mana-Sorcery, die einen Plus-1-Counter auf eine Kreatur legt. Wo ich sagen würde, das ist ja keine Karte wert. Tja, durch Learn halt schon, ne? Learn ist verdammt gut. Ja. Ja, ich denke mal, das war's an der Stelle. Ich habe jetzt auch wirklich lang genug geredet, nachdem wir schon den ganzen Draft zusammen gemacht haben. Aber sehr, sehr schön, dass ihr mit am Start wart. Bitte kommt auch wieder und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt und vor allem, welche Fakultät findet ihr am coolsten, auf welche freut ihr euch am meisten, wo seid ihr am meisten aufgeregt, die zu spielen. Ja, und dann, wie sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit. Bleibt geschmeidig.